Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei meiner WoW Cataclysm 1-60 Reihe. Wir befinden uns auf Tatooine, dem Heimatplaneten von Luke Skywalker. Nein, natürlich nicht. Wir befinden uns im Ödland. Genauso wie Stanny uns prophezeit hat vor einigen Videos. Ich glaube, circa 10 Videos ist es her. Und wir haben... Ui, alles ausblenden hier. Wir haben zwei Quests, verfolgen und verfolgen. Yeah, Mann. Und ihr merkt schon, ich bin gut drauf. Soll ich es euch erzählen? Ja, ich erzähle es euch. Ich war heute so arbeiten, gediegen von, sagen wir, 14 bis 0, bis 21 Uhr. Und bin jetzt nach Hause gefahren. Und auf dem Weg nach Hause, da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe mich wirklich gefreut, wie ein kleines Kind, das ein neues Spiel zu Weihnachten bekommen hat und das unbedingt spielen will. Aber ich habe kein neues Spiel, sondern ich habe mich einfach nur auf euch gefreut, meine Freunde. Ich hatte so Bock, ein Video aufzunehmen, so Bock, das Ödland zu erkunden. Und ich bin gerast wie ein Blöder. Ich glaube, ich habe diverse Menschenleben gefährdet, aber das war es mir wert. Ich meine, hey, es ist Ödland und es gibt hier Oger. Was will ich mit Menschenleben, wenn ich einen Oger haben kann? Okay, erzähl es nicht euren Eltern. Sonst verbieten sie noch. Aber ich war da hier, dass ihr meinen Channel angucken dürft. Falls ihr noch die Erlaubnis eurer Eltern braucht. Was sind denn die hier für ein Level? 44. Ein bisschen zu low. Boah, du siehst cool aus. Lehrer. Komm schon, Lehrer. Stirbst. Wir mögen alle keine Lehrer. Keiner mag Lehrer. Nur Lehrer mögen Lehrer. Wow, das war schon eine Quest. Okay. Jetzt müssen wir noch hier, 4 andere töten. Ich habe übrigens gestern ein PvP-Video aufgenommen. Das ist jetzt blöd, wenn ich es euch erzähle, weil das PvP-Video wird zu dem Zeitpunkt, wann dieses Video hier erscheint, schon lange erschienen sein. Aber trotzdem freue ich mich. Das war so ein richtig... Es handelt sich um Episode 11, falls ihr erstmal wieder angucken wollt. Es müsste, denke ich, schon lange draußen sein. Es war so richtig lustig. Es gab Stellen, wo ich einfach nur still war, weil ich mich so konzentrieren musste. Aber es gab Stellen, wo ich rumgeschrien habe, dass alles zu spät war. Es war richtig geil. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf mein nächstes PvP-Video. Vielleicht nehme ich nachher gleich noch eins auf. Mal schauen. Aber jetzt gehen wir erstmal Quest abgeben. Und ich nehme ein Schlückchen von meinem geliebten 2,5. Ah, ein tiefes Schlückchen. Und da sind wir wieder in Hoth. Hoth, was ich laber. Tatooine. Oh, Stoff. Nein, Leder. Nein, Leder. Nein, Kette. Nein. Finger. Ich glaube, wir haben schon 10 Finger, aber ich weiß nicht. Tempo, Stärke. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ah. Aber was anderes bringt es auch nicht. Benutzt Gary Ains Ziegenboxer an 12 Ziegenböcken. Alles klar. Den Ziegenboxer. Wenn es das ist, was ich denke, dann fliegen hier gleich Ziegen von den Klippen. Bringt Dolphs Paket zu Rhea in der whatever. Hallo Ziege, wirst du jetzt gleich runterfallen? Bitte. Ja, Mann. Was willst du hier? Vogel, hä? Bin ich ein Vogel? Cool, hä? Ja, dann nimmst du mich ins Target. Duell oder was? Oh, du bist ein bisschen zu hoch für mich. Achtung, 3, 2, 1. Eigentlich sollte man die Quest mal lesen, warum wir das machen müssen. Das würde mich echt mal interessieren. Beste Quest ever. Stirbt er? Stirbt er? Ja, er stirbt. Es wäre noch viel geiler, wenn sie noch so einen Bogen fliegen würden. Die fliegen ja irgendwie so schräg runter. Sollen wir es noch synchronisieren? Achtung, wir synchronisieren es. Seid ihr bereit? So eine Scheiße. 3, 2, 1.
Okay, das war ein Pferd. Oh nein! Nein! Oh Gott! Oh fuck! Komm schon! Oh! Oh Gott! Das habe ich gerade gedacht. Oh, die kriege ich. Du denkst, du bist sicher da oben? Oleg, bitte kann ich diesen Quest-Gegenstand behalten? Für immer? Komm schon. Wir haben 12 und 12, aber das juckt mich nicht. Okay, geben wir ab. Wir wollen ja auch irgendwann fertig werden. Ja. Okay, Quest beendet. Nichts Neues hier. Meldet euch beim Ledlor Kamm. Das war doch da, wo wir gestartet sind, oder? Oh, ne. Wir sind da hinten gestartet. Fliegt da ein Greif hin zum Ledlor Kamm? Kann mal schauen. Wo sind wir denn? Da. Ne, da fliegt kein Greif hin. Also, dann müssen wir wohl zu Fuß dahin. Zum Ledlor Kamm. Und wie immer begeben wir uns auf einen Sprung. Oh, das wird ein tiefer Sprung. Aber wir können es schaffen, wir sind Boondog. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, oh. Sollen wir es riskieren? Yes, überlebt. Genau geradeaus. Ich habe Angst. Machen die mir was? Ih. What the fuck? Ih. Oh, Akro. Rias Lager. Ein geiles Lager. Echt beneidenswert. Hast du mich im... Oleg. Oleg, Dreckscaster. Überwältigen. Und tschüss. So. Eine seltsame Bitte. Okay, nimm das Ding. Wir bekommen eine Schutzbrille. Warum? Keiner weiß es. Platte Intelligenz, nein. Intelligenz, nein. Beweglichkeit, Ausdauer, nein. Leder. Wir brauchen mal wieder nichts davon. Und wir bekommen erste Probe. Besorgt 6 Eier von wilden Schwarzdrachen. Und zweite Probe, Welpen. Besorgt 10 Kadaver von brühenden Welpen. Aber gerne doch. Da liegt ja schon so ein Ei, so wie es aussieht. Spawnen da noch was? Nein. Okay. Ich vermute mal, es wird sich alles so hier in der Gegend abspielen. X. 1. Tot. Greifst du mich an? Nein, greift er nicht. Feigling! Feigling, Mann! Delicious Sauce. Wo sind hier Eier? Ich habe keine Eier. Ich brauche Eier. Oh, wir müssen übrigens mal mit dem Siegesrausch uns ein bisschen heilen. Ein bisschen heilen. Da hinten sind 2 Eier. Ich kann das noch nicht tun. Siegesrausch. Oh, und da sind wir voll geheilt. Roffel. Die Imba overpowered, Mann. Hier sind ja überall Eier plötzlich. Wie geil. 3 von 10. Das ist zu weit. Na, von wegen zu weit entfernt, Mann. Du posierst doch nur wieder rum hier. Willst du deine coole Worgenstimme spielen lassen? Das ist zu weit entfernt. Akro? Oh! Ja, dann komm doch, wenn du dich traust. Komm doch. Diese Fähigkeit ist doch nicht bereit. Dreckstrara denkt, da kannst du dich mit mir anlegen hier. LOL, tot. Wie viel Leben haben die bitte? Tja, lächerlich. Ei. 5 und 6 schon. Ah ja. Haben wir es gleich geschafft. Akro habe ich auch schon wieder. GZ Moonboon. Hast mal wieder geschafft. Ja, komm jetzt mal hier runter oder was? Warum zählen denn die nicht, Mann? Das war eine Kacke. Fliegen sie hier schon rum und dann bringen sie nicht mal was. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
Das ist zu weit entfernt. Du kannst das noch nicht tun. Hinrichten. 5 von 10. Machen wir so eine kleine Kurve und begeben uns langsam auf den Rückweg. Diese Sounds sind auch krass von denen. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. 7 von 10. Noch nicht bereit. Easy going. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. 8 von 10. Ich muss lernen. Oh, daneben. Hoppla. Trotzdem habe ich überwältigt. Nicht schlecht. 9 von 10 und last but not least. 3. Und ab geht's. Quest abgeben. Mal schauen, was er mit den Proben anstellt. Ey, die sind schon wieder alle gespawnt hier. Ach so, ja, ich habe übrigens nachgeschaut. Anhand der Achievements habe ich gesehen, dass es hier in den im Ödland nur halb so viele Quests gibt wie in den östlichen Pestländern. Wir müssen hier quasi nur 35 abschließen. Das heißt, es dürfte perfekt reichen bis Level 50, dass wir dann in die sengende Schlucht können und danach brennende Steppe. Es ist alles perfekt, so wie es aussieht. Werdet Zeuge des letzten Teils von Reas Studien. Alles klar. Ich werde Zeuge. Und nehme ein Schlückchen. Hm, geil. Hallo? Wer bist du denn? Beschafft 3 von Nyxondras Eiern. Darf ich ihn dazu töten? Greift mich ja nicht an. Oh doch, er greift mich an. Erstmal buffen. Bisschen Wut, bisschen Blutung, bisschen Verwunden. Ach, das ist so ein Movement-Boss eigentlich. Ey, was ist jetzt los? Kann ich ihn bitte töten einfach? Legt er sich einfach schlafen? Ich bin mal faul, ich leg mich hin und lass Moonboon meine Eier stehlen. Ich meine, why not? Ja, leg dich noch runter aufs Ohr, du alte Sau. Oh, Auktionshaus der Allianz, wir haben Post. Komm schon, kann ich gleich den zweiten auch noch crappen? Nein? Vermutlich nicht. Nein. Ups. Ach, jetzt liegt er wieder. Was für eine dämliche Quest. Mach's gut. Verfolgt er mich? Nein. Ach, der ist unter diesem Schild gefangen. Jetzt habe ich die Sache kapiert. Stoff? Nein. Kette? Nein. Streitkolben. Warum nicht? Yeah! Stufe 48, Schildwall! Nice fürs Tanken. Okay. Erfahrt Reas wahre Identität. Okay. Wie? Wow. Reastraza, natürlich! Warum nicht? Hallo Reastraza, mein Freund. Dafür gibt es wieder 8000 Erfahrungspunkte, nichts gemacht. Bring die Probe des schwarzen, nee, der schwarzen Drachen zu Dr. Hieronymus Blum. Auf der Arkmundkuppe im Ödland. Okay, whatever you want from me, my friend. Das war also sehr gutes Englisch. Nach links, also nach links. Und wir haben schon... Boah, das können wir eigentlich verlaufen. Komm, mach mal an. Zack. Geht's im Zickzack hier? Oh, oh, oh. Komm schon. Bitte sag mir jetzt, dass ich da hochkomme.
Da wird es wohl nicht wahr sein. Ich sehe genau, dass es hier eine Möglichkeit gibt. Komm schon. Ja, ja, nein. Da, dieser kleine Hügel hier, das muss doch gehen. Fuck, fuck, ja. Ach, nein. Jetzt müssen wir echt außen rum. Kann ja wohl nicht wahr sein. So ein fucking Fuck-Bullshit. Ach ja. Mal pullen nochmal kurz aggro. Einfach nur, um ihn zu ärgern, weil er unter dem Schild gefangen ist. Kackbuhn. Wow. Ich erinnere mich, dass ich mal bei der Cataclysm Beta auf YouTube selber ein Video angeschaut habe, dass es hier voll die geniale Quest gibt, glaube ich. Obwohl, nee, scheiße. Oder? Doch, ich glaube, man wird zu so einem Riesen und läuft irgendwie durch die Gegend und bringt alles um oder so, aber ich weiß es nicht mehr. Ich will ja auch nichts vorwegnehmen. Was bist du? Sieht aus wie ein Hordelager. Ah, Allianzlager. Mit Kanone. Oh, fuck. Agmund, Kugel. Komm her, mein Freund. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Drogs. Dämliche Drogs. Wow. Stachelige Drogs. Okay, hallo, mein Freund. Hieronymus Blum. Was will er von uns? Steigt in eine Kabum-Turm und überlebt 4 Angriffswellen der Drogs. 12.500 Erfahrungspunkte. Was ist ein Kabum-Turm? Ist das so eine Kanone? Sieht so aus, ne? Ja. Ah, das war ja klar. Scheißviech. Wieso geben die keinen Loot, Mann? So, was haben wir für Fähigkeiten? Schießen. Eine Ladung Elektrizität in kurzer Reichweite. Ey, wir haben überhaupt kein Fadenkreuz oder so. Boah. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch aus. Ich kann das nicht werden. Boah. Oh, das hat aber ewig cool down, ey. Boah, die kommen ja hier überall schon an. Ey, normal hat man doch immer so einen gelben Bobbel. Ja, anscheinend braucht man hier keinen gelben Bobbel. 4 Angriffswellen. Das ist noch nicht mal die erste. Ah doch. Nice. Am Schluss wuselt es hier wahrscheinlich von den Viechern. Geil. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wo sind sie? Bah! Ich fühle mich ein bisschen wie die Deutschen in den Bunkern am Strand von Omaha Beach. Zweiter Weltkrieg, Normandie. Ihr wisst, was ich meine. Oh, da bin ich übrigens auch Fan davon. Von solchen Kriegsfilmen und Spielen. Alles, was mit der Geschichte zu tun hat von damals. Genial, einfach nur genial. Ey, Alter, Alter. Zweite Welle überlebt, er löst sich gerade in Luft auf. Lol, Roffel. Oh, wir haben schon 31. Fuck. Fuck. Soll ich jetzt hier das Video unterbrechen? Nein, das können wir jetzt fast nicht machen, oder? Boah. Die Bitches. Go away, Bullies. Gott, ich habe Angst. Oh! Ich glaube, so muss man vorgehen. Immer einmal schießen, einmal drehen. Jawohl.
Komm schon, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da sind sie. Rund um mich nur Drogs. Verschissene fucking Drogs. Boah, das sind ja viele. Naja, habt ihr gedacht, ihr könnt euch anschleichen. Komm schon, ich will wenigstens noch einmal in die Bredouille kommen, damit ich hier mein Stromdings anwenden muss. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als wäre es hier eine Herausforderung. Boah, das wäre mal ein geiles Minigame für StarCraft 2 oder so. Wo lauter Zerglinge auf einen zurennen. Okay, letzte Welle überlebt. Keine Herausforderung, wie immer. Dann geben wir die Quest ab. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen. Es war wieder sehr genial. Die Vorfreude hat sich gelohnt. Vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.